Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. In einer Woche, die ein absolutes Highlight, ja ein absolutes noch mehr Highlight in sich hatte. Und zwar Bücher, die tatsächlich eher okay waren und ich ja gerne so ein bisschen nebenbei gelesen habe. Ansonsten war die Woche eine sehr sommerliche, heiße Woche, was ich ebenfalls sehr, sehr genossen habe. Das Einzige, was ich nicht so toll fand, waren zwei Stiche, die mich am Bein erwischt haben. Vermutlich Bremsen am See und die angeschwollen sind wie, also keine Ahnung, also wirklich sehr riesig geworden sind und ich mir so eine hydraulische Kortisoncreme besorgen musste in der Apotheke, weil ich es vor lauter Schmerz und Jucken und Brennen überhaupt nicht ausgehalten habe. Das Einzige... Ja, schlechte, unschöne im Sommer sind für mich solche Stiche. Und wenn man dann noch so ein bisschen allergisch reagiert, macht das tatsächlich keinen so großen Spaß. Aber nichtsdestotrotz bin ich ein absolutes Sommerkind und habe die Sommertage sehr genossen. Heute ist bei uns ein Regentag, was der Natur definitiv gut tut und auch mir so gut tut, weil ich natürlich dann auch mal geputzt habe, Haushalt gemacht habe und kein schlechtes Gewissen habe, dass ich nicht draußen bin. Bei Regen muss man gefühlt nicht raus. Ja, es geht natürlich ein bisschen um Bücher. Es geht noch so ein bisschen um, was ich die Woche noch so ein bisschen gemacht habe. Als allererstes möchte ich aber nochmal kundtun, dass ich nächsten Samstag am 21. Juli in Münster sein werde beim Booktuber-Treffen. Ich habe dazu ein kleines Ankündigungsvideo gemacht. Und zwar werden wir uns um 14 Uhr am Hauptbahnhof, am Haupteingang, glaube ich, war der Standort treffen. Und ich freue mich sehr, nach Münster zu kommen, Leute wiederzusehen, Leute neu kennenzulernen. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust und Laune und Spaß und seid irgendwie in der Nähe von Münster und könnt dabei sein. Ich würde mich da sehr, sehr freuen, alle, die, glaube ich, da sind. Also wir werden bestimmt einen ganz tollen Nachmittag haben und ich werde auf jeden Fall ein ganz tolles Wochenende haben, was schon am Freitag mit einer kleinen Reise beginnt und am Sonntag werde ich dann auch erst heimfahren von Münster. Es ist natürlich schon ein ganz schönes Stückchen von mir, aber ich liebe Autofahren und ich hoffe einfach, dass die Straßen schön frei sind. Dann kann Musik geträllert werden und dann habe ich ein 4 Stunden Live-Konzert sozusagen in meinem Auto, was natürlich auch schön sein kann, insofern ich nicht vielleicht irgendwie ein Hörbuch höre. Das weiß ich noch nicht. Das entscheide ich immer sehr kurzfristig. Also wer nächsten Samstag am 21.07. Zeit und Lust hat und in der Nähe von Münster ist, ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch dort zu treffen und einen schönen Nachmittag zu haben. Zudem gibt es dazu ein sehr, sehr geiles Video, ein grandioses Ankündigungsvideo von Ingo vom Kanal Senf dazu. Und ich packe euch seinen Kanal mal unten und auch das Video in die Infobox. Guckt da unbedingt mal vorbei. Ich freue mich auch sehr, Ingo mal persönlich kennenzulernen. Wir sind uns, glaube ich, noch nie so richtig über den Weg gelaufen. Ich glaube, in Leipzig haben wir uns irgendwie verpasst. Von daher freue ich mich da auch, einfach Leute neu kennenzulernen, die man eben halt sonst auch nur vom Bildschirm kennt. Und sein Video war, schaut rein, absolut grandios. Ja, das soweit zu Münster. Nun zu den Büchern der Woche. Als erstes beendet habe ich Zerbrochene Krone von Lauren DeStefano. Das ist der Abschluss dieser Trilogie, wo mich ja der erste Teil total begeistert hat und ich jetzt natürlich mega gespannt war, wie der dritte ausgehen wird, wie die Geschichte enden wird und wie es mich dann hoffentlich vielleicht hätte begeistern können, sollen, müssen. Dann habe ich schon auf meiner Reise nach Berlin angefangen zu hören Harry Potter und der Orden des Phönix von J.K. Rowling. Ich habe ihn also nicht gelesen, sondern ich habe ihn gehört. Das erste Mal, dass ich einen Harry Potter überhaupt gehört habe. Und wie ihr seht, der absolute Wälzer. Ich glaube, das ist ja der dickste Harry mit 1020, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß gar nicht, ob der sechste dicker ist. Müsste man mal gucken. Und im Juli ist ja jetzt der 5. Band dran. Und ich habe natürlich schon 2 Tage noch, also es war der 29. Juni, als ich begonnen habe, aber... Wer nimmt schon genau? Beendet habe ich ihn jetzt im Juli und ich muss ehrlich sagen, ich hätte am liebsten weiter gehört oder gelesen. Also ja, hat mich wieder total begeistert. Und dann habe ich gelesen, frisch harpeziert, die Kolumnen von Harpe Kerkeling. Ein Buch, über das ich zufällig irgendwie gestoßen bin
Und ja, mich dann sehr gefreut hat, dass es mir zur Verfügung gestellt wurde. Ich bin ja doch ein ganz kleiner Habe Kerkeling-Fan und habe mich hier sehr auf die Kolumnen gefreut und war sehr gespannt, was er da so ein bisschen zaubert. Aber natürlich wie immer der Reihe nach. Wir starten mit Zerbrochene Krone von Lauren De Stefano. Das ist der dritte Teil nach Fallende Stadt, Flammendes Land, kam jetzt Zerbrochene Krone. Ich frage mich, warum man aus Stadt, Land dann irgendwann eine Krone gemacht hat. Es macht schon irgendwie Sinn, aber so im Kontext ist es irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber ja, die Reihe kam ja sehr, sehr schnell hintereinander raus. Also die einzelnen Bände, ich glaube immer einen Monat dazwischen. Ich glaube irgendwie April, Mai, Juni und jetzt denke ich, oder Juni war der dritte Teil, April, Mai, Juni. Und das finde ich natürlich sehr, sehr ja, schön, dass man nicht allzu lange ja, auf eine Trilogie warten muss. Hat natürlich den Vorteil, wenn schon alle drei Teile im Englischen erschienen sind, dass man die dann natürlich relativ schnell herausbringen kann. Das Schöne ist halt, dass man nichts vergisst, irgendwie immer ganz sehr schnell nach zwei, drei Seiten wieder im Feeling des Buches ist. Und für alle, die natürlich auch gerne auf den letzten Teil warten, die können jetzt im Grunde auch schon loslegen. Ich packe auch mal in die Infobox meine Bücherwochen zu Teil 1 und 2. Wem das irgendwie interessiert, vielleicht gerade so zum ersten Teil, der kann da einfach mal nachgucken, also ne, was ihn da irgendwie interessiert. Ich kann natürlich jetzt schlecht was über den dritten Teil sagen und möchte jetzt natürlich so ein bisschen die Grundstory erzählen, denn wir sind hier im ersten Teil zumindest auf der in der schwebenden Stadt Internmeet. Und ja, wir haben hier im Grunde eine Art Utopie, ein Paradies, das über der Erde schwebt. Aber dieses Paradies ist auch irgendwie ein Gefängnis mit sehr, sehr strengen Vorschriften. Also es ist genau klar, auf welche Schulen man geht, wie man heiratet, ob man, wie viele, wann man Kinder bekommt. Es steht auch fest, wann man stirbt. Erinnert natürlich so an diese klassischen früheren Science-Fiction-Stories, Dystopien, wie man sie ja neuerdings dann im Grunde nennt. Und ja, das hat man hier definitiv. Es ist ein sehr bedrückendes Gefühl, was wir in dieser Stadt spüren, und wir verfolgen ein paar Jugendliche. Ja, lernen durch die Jugendlichen natürlich so mit diesem Blick, dem etwas naiveren Blick zu Beginn, auf jeden Fall diese Welt kennen, erfahren auch, warum dieser Planet, diese Stadt im Grunde über der Erde schwebt, und es wird im ersten Teil so ein bisschen geplant, ja, im Grunde auf die Erde herunterzukommen. Und das machen nicht nur unsere Protagonisten, sondern auch jemand aus dem Königshaus begleitet im Grunde diese Art Flucht und ja, tritt damit natürlich auch ein bisschen was los, was sich dann in Band 2 und 3 natürlich weiter spinnt. Der dritte Teil schließt im Grunde nahtlos an den zweiten Teil ab. Ich fand den ersten Teil absolut grandios. Ich fand ihn spannend, packend. Ich fand ihn für eine Dystopie wirklich grandios, auch für eine Jugendbuchdystopie wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ich mochte die Welt, ich mochte die Charaktere. Ich mochte, wie uns dieses Szenario gezeigt wurde, wie uns das sprachlich erzählt wurde. Das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Ich hatte leider schon im zweiten Buch so ein bisschen, ja, das Gefühl, dass nichts Neues kommt, dass gefühlt nichts passiert, dass die Entwicklung auch der Charaktere so ein bisschen nachlässt und dass manche Wendungen einfach zu vorhersehbar war und ja, man auch nichts Neues mehr erlebt hat. Also ich finde, eine Science-Fiction-Story, eine Dystopie lebt natürlich davon, dass auch mal neue Ideen kommen und nicht all das, was man aus anderen Dystopien kennt, irgendwo so ein bisschen aufgewärmt wird. Hier hat man aber doch immer mal wieder den Eindruck, dass man genau weiß, was passiert, was ich schade fand. Leider ja, wird das im dritten Teil nicht besser, sondern es bleibt so der Level von Band 2 im dritten im Grunde erhalten. Denn ich finde auch, ein großes Manko ist die Charakterentwicklung, die es gefühlt im Band 2 und Teil 3 nicht wirklich gab. Denn sie werden immer oberflächlicher rübergebracht, beziehungsweise bekommen sie keinen Tiefgang und eben auch keine Entwicklung. Man kann irgendwann die Charaktere nicht mehr so richtig greifen, man kann die Entwicklung kaum irgendwie spüren und man kennt irgendwie die Charaktere, aber eher so weit entfernt, also es ist keine Nähe irgendwie möglich. Und zudem ist es auch manchmal so, dass sich gerade die Jugendlichen doch ein bisschen merkwürdig verhalten, ein bisschen sehr naiv, und man sich so denkt, Mensch, wisst ihr eigentlich, in was ihr gerade geraten seid, und es gibt irgendwie gerade Wichtigeres. Aber das Problem habe ich ja durchaus öfter mal mit jugendlichen Protagonisten,
was vielleicht auch einfach daran liegt, dass ich eben keine Jugendliche mehr bin, ist so meine Vermutung. Spannung war definitiv immer wieder vorhanden. Ich hatte diese Spannungsbögen, die werden sehr schön aufgebaut, aber man hat eben auch so einen Bogen, der sich langsam aufbaut, abrupt beendet, dann dauert es wieder ein Stück und dann kommt wieder so ein leichter Aufbau, was ich so ein bisschen schade finde, denn das hat die ganze Idee so ein bisschen abgetragen. Das war so ein bisschen der Gedanke, den man im Band 1 hatte, wo diese Geschichte vielleicht hingehen könnte, was passieren könnte, müsste, sollte. Und irgendwann war diese Idee so verbraucht. Und man dachte sich, ja, es unterscheidet halt jetzt auch nichts mehr von einer anderen Dystopie, wenn man so möchte. Und mir hat tatsächlich auch so ein bisschen ein Erzählstrang gefehlt. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwie spoilern. Der sich durchaus im dritten Teil hätte ergeben können. Und das hat mir tatsächlich sehr gefehlt, wo ich so dachte, Mensch, ich will auch wissen, was woanders passiert und warum sitzt niemand dort, der mir das aus der anderen Sicht irgendwie erzählt. Und das hätte ich unglaublich spannend und toll gefunden. Und das hat mir im dritten Teil tatsächlich gefehlt. Also, dass man alles nur so von einer Seite irgendwie erfahren hat. Und ja, das hat mir so ein bisschen, ja, nicht so richtig gefallen. Es hat mich nicht richtig packen können. Ich habe es gelesen, ich habe es gern gelesen. Es hat sich sprachlich durch den jugendlichen Sprachstil sehr flüssig auch lesen lassen. Überhaupt gar keine Frage. Es war schon ein Lesespaß, aber es war leider nicht mehr so innovativ, wie es noch im Band 1 war. Es war leider nicht mehr so spannend packen, wie es im, ja, im Grunde alles so im ersten Teil sich abgespielt hat. Es hat einfach mit Band 2 schon sehr nachgelassen und das Leveln des Nachlassens wurde im dritten Teil auch gehalten. Also leider konnte der zweite und auch dritte Teil nicht das halten, was der erste verspricht, was ich wirklich sehr, sehr schade fand. Ja, ganz anders bei diesem Wälzer. Ich glaube, ich muss zu Harry Potter überhaupt nicht mehr viel sagen. Wir sind jetzt sozusagen im fünften Monat, in unserem fünften Schuljahr und ich habe gehört diesmal, ich habe ihn nicht gelesen, ich habe gehört, und der Orden des Phönix, einer der Bände, die ja oftmals als zu lang und zu langatmig und zu langweilig beschrieben werden. Viele mögen den fünften Teil ja nicht. Ich war schon immer einer, die gesagt hat, es ist jetzt nicht mein absoluter Lieblingsband, aber ich fand ihn immer mega spannend. Es passiert so viel in diesem Buch, es werden so viele Erzählstränge zusammengeführt, es passiert so viel mit den Charakteren an Entwicklung und auch wer sich da so ein bisschen hervortut und es passiert unglaublich viel, wie ich finde. Und das Ende ist wahnsinnig emotional. Ich war so fertig, wie ich glaube ich noch nie nach dem fünften Teil fertig war. Und ich darf jetzt gar nicht an Teil 6 und 7 denken, was ja gefühlt, also noch emotionaler und voller Abschiede ist. Und das hat mir hier im fünften Teil schon gereicht. Ein Hammerband und ich liebe diese Geschichte. Ich hätte am liebsten direkt mit dem sechsten Band weitergemacht, habe mich aber zurückgehalten und werde mir das natürlich für den August aufheben. Da habe ich dann ja auch 3 Wochen Urlaub und ich überlege tatsächlich, ob ich es wieder höre. Denn ich möchte unbedingt auch auf das Hörbuch eingehen, das es bei Audible gibt. Ich denke auch auf CD, wenn man das hören möchte. Und man hier natürlich von Rufus Beck die Geschichte vorgelesen bekommt. Und Rufus Beck macht das wirklich unglaublich gut. Also er hat für verschiedenste Charaktere unterschiedliche Stimmen, Stimmlagen, Akzente, die ich manchmal tatsächlich too much fand. Gerade Snape und Dolores Umbridge fand ich ein bisschen zu gewollt anders. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber ansonsten finde ich, gibt er jedem Charakter wirklich so seine Stimme. Er haucht ihnen Leben ein und er hat das unglaublich großartig erzählt. Und ich habe auf meiner Reise nach Berlin und wieder zurück absolut gerne gelauscht. Ich hatte hier 4 Stunden Zugfahrt. Dementsprechend habe ich natürlich richtig auch was weglesen können, hören können von der Geschichte. Und ich habe dann die ganze Woche immer wieder einfach nur Harry gehört. Vor dem Einschlafen, beim Fertigmachen, am Morgen, in der Mittagspause, wenn ich irgendwo rumsaß, lag, wenn ich, keine Ahnung, gefühlt ständig, weil sonst hätte ich diese vielen Stunden auch, glaube ich, gar nicht in der Woche geschafft. Natürlich waren es schon 8 Stunden oder 7 Stunden Berlin, gar keine Frage. Ich habe auch in Berlin zumindest an dem einen Morgen so ein bisschen beim Fertigmachen gehört. Am zweiten Tag, am Sonntag, war nicht so viel Zeit zum Fertigmachen.
Deswegen habe ich da nicht gehört. Aber das ist immer was, was einen so ein bisschen runterbringt, ein bisschen entspannt, so ein bisschen auf den Tag vorbereitet. Da finde ich Hörbuch hören einfach toll. Und das ist ja absolut gelungen. Und ich überlege tatsächlich, ob ich mir den sechsten Band nicht auch als Hörbuch höre, als Hörbuch hole und höre. Und das Schöne ist zum Beispiel auch, bei den Hörbüchern, dass ein Kapitel im Buch tatsächlich auch ein Kapitel im Hörbuch ist. Das hat man ja bei vielen Hörbüchern nicht. Da passen ja die Kapitel nicht immer zueinander. Hier war das aber super schön, weil wir natürlich das Buch eingeteilt hatten. Und so konnte ich natürlich sehr gut sagen, oh, Kapitel 1 und 2 war der erste Leseabschnitt. Und ich konnte auch Kapitel 1 und 2 hören und dann meinen Senf dazu sozusagen geben in der Facebook-Gruppe. Ich bin absolut begeistert. Ich bin schwer verliebt und ich hätte unglaublich gerne direkt weitergemacht. Aber ja, das wird jetzt noch bis August dauern, wobei ich vielleicht denke, vielleicht höre ich das direkt so am 1. August-Wochenende, also in der 1. August-Woche, weil das ist wirklich eine Hammer-Story. Also ja, der Film wird, denke ich, jetzt dann auch in nächster Zeit angeguckt werden und ich glaube aber, dass mich der Film diesmal so gar nicht begeistern wird, weil ich jetzt natürlich auch weiß, was alles fehlt und ja, ich glaube, dass das gar nicht so einen großen Filmspaß dann mehr machen kann, wird, soll. Aber schauen wir einfach mal. Und das letzte Buch der Woche war dann frisch harpeziert, die Kolumnen von Harpe Kerkeling. Und ich bin ein kleiner Fan vom lieben Harpe. Ich habe ihn unglaublich gerne in seinen verschiedenen Sendungen und Shows angesehen. Ich bin dann mal weg und der Junge muss an die frische Luft. Ich habe beide Bücher unglaublich gerne gehört. Ich habe sie beide gehört. Ich habe auch, glaube ich, Ich bin da mal weg auch schon zweimal gelesen. Ein großartiges Buch und ich war total gespannt, was Harpe mit frisch harpeziert wohl so zaubern wird. Und es geht hier um die Kolumnen, die, glaube ich, in der Gala erschienen sind. Und er bezeichnet sich direkt zu Beginn des Buches als TV-Frührentner. Und das fand ich total niedlich, weil so alt ist ja Harpe, glaube ich, noch gar nicht. Und er erzählt eben auch so ein bisschen, wie er zu dieser Kolumne gekommen ist, was ihn an Tratsch und Promis und sonstigem so ein bisschen reizt, warum er gerade dieses Thema gewählt hat. Und auch ich bin durchaus Klatsch und Tratsch nicht immun. Ich mag das immer mal wieder in homöopathischen Dosen sehr gerne. Zu viel ist mir dann auch schnell zu viel. Also es kommt auch ein bisschen drauf an, wie sehr es unter die Gürtellinie geht, was ja durchaus bei vielen Sendungen im Fernsehen der Fall ist. Und ich mag das so ein bisschen wohldosiert und immer mal so ein bisschen Klatsch und Tratsch finde ich schön. Natürlich auch im Freundeskreis, gar keine Frage. Und so war ich natürlich auch gespannt, was Harpe Kerkeling da zaubern wird. Und ja, es sind tatsächlich all seine Kolumnen gefühlt, die eben erschienen sind, zusammengefasst. Sie haben immer mal so ein bisschen ein Obermotto. Es geht da natürlich ums Königshaus. Es geht um verschiedene Prominente in Deutschland, um merkwürdige Paare, um all diese Dinge, sehr vornehmlich tatsächlich auch das Königshaus in England, was mich tatsächlich so ein bisschen gewundert hat, dass er da so einen großen Bezug zu nimmt. Und ich fand das tatsächlich ganz schön. Ja, es hat mich durchaus unterhalten. Es gab die ein oder andere Anekdote, die ich ganz lustig fand, die ich ganz spannend fand, die mir wirklich gut gefallen hat, wo ich so dachte, da erkennt man so den Humor von Harpe sehr, sehr gut und das mochte ich auch gerne. Und ich habe natürlich zum Lesen auch so ein bisschen seine Stimme gehört. Ich glaube, das gibt es auch als Hörbuch, was sich durchaus lohnen kann, wenn man eben gerne hört. Und wenn das dann auch noch selbst spricht, macht das natürlich doppelt so viel Spaß. Ich muss sagen, mich hat es jetzt nicht vom Hocker gehauen. Es hat jetzt nicht mein Leben verändert. Es hat jetzt auch nicht irgendwelche Skandale ans Licht gebracht, sondern es hat einfach so ein paar Themen des letzten Jahres irgendwie aufgegriffen und ja, so ein bisschen wiederholt. Man wusste natürlich einige schon und man sieht es natürlich so ein bisschen mit den Augen dann auch von Harpe. Was mich sehr gestört hat, war, jetzt habe ich tatsächlich ihren Namen vergessen, er spricht ständig von seiner zweitbesten Freundin. Gundula war es nicht, aber ja, auf jeden Fall dachte ich irgendwann, ja, jetzt haben wir alle verstanden, dass das deine zweitbeste Freundin ist. Zweitbeste, glaube ich, war es gewesen. Ja, also das hat mich irgendwie so ein bisschen immer diesen Dialog, den er dann durch sie irgendwie geführt hat, fand ich irgendwann so bei der fünften Geschichte schon etwas langweilig. Und es war halt auch so ein bisschen allgemeiner Klatsch. Es waren jetzt, wie gesagt, eben keine Brennpunkt-Themen, die ich vielleicht tatsächlich noch ein bisschen spannender gefunden hätte. Und es war nicht immer auch wirklich lustig und unterhaltsam. Es war halt manchmal einfach nur was erzählt, dass es erzählt wurde. Und es war okay, also gar keine Frage. Ich hatte meinen Lesespaß, es ist ja auch kein so dickes Buch. Es war mal sowas so für nebenbei zum Lesen. Da hat es auf jeden Fall mir gefallen.
aber es ist jetzt nichts, was man gelesen haben muss, was man nochmal lesen muss oder was man als echtes Buch sozusagen auch im Regal stehen haben müsste, das nicht. Es war schön für zwischendurch, solche Bücher muss es eben auch einfach geben und das hat dieses Buch definitiv auch getan. Und mehr kann man gefühlt auch gar nicht zu dem Buch sagen. Sprachlich, wenn man Harpe kennt, weiß man in etwa, dass das wirklich so erzählt wird, wie er spricht. Und entweder man mag es oder man mag es, glaube ich, nicht. Also, ja, es war jetzt nichts Weltveränderndes, Verbesserndes. Es war einfach nur okay. Und ich finde, auch solche Bücher muss es, wie gesagt, auch geben. Man kann eben nicht immer nur Highlights lesen, weil dann wüsste man die Highlights ja auch irgendwann nicht mehr zu schätzen. Ja, so ist es tatsächlich. Ja, natürlich ist noch ein bisschen Fußball-WM. Ich mache jetzt direkt so einen Cut in der aktuellen Zeit. Wir haben ja jetzt aktuell sozusagen das Halbfinale vor uns, hatten in dieser Bücherwoche das Viertelfinale und im Halbfinale stehen ja Frankreich, England, Kroatien und auch Belgien, was zumindest heute noch meine Favoriten sind, denn jetzt, wenn ich das drehe, spielt im Grunde dann später gleich Belgien gegen Frankreich. Also ihr wisst jetzt, ich habe am Dienstag dieses Video gedreht und ich bin sehr gespannt, ob es Belgien bis ins Finale schafft. Ihr wisst das im Grunde ja schon, ich jetzt noch nicht. Ich würde mir nämlich sehr ein Finale mit Belgien wünschen, weil mir die tatsächlich in den Spielen, wo ich sie gesehen habe, ich habe ja sehr viele Spiele gesehen, immer am überzeugendsten gefallen haben. Wenn ich denn mal Portugal ausklammere, die ich halt gerne einfach im Finale gehabt hätte. Und ich wäre tatsächlich auch noch so ein kleiner Schweden-Fan gewesen, die fand ich auch sehr gut. Die haben es aber ja leider nicht aus dem Viertelfinale hinaus geschafft. Dementsprechend drücke ich heute dann später Belgien die Daumen und hoffe einfach, dass die ins Finale kommen. Damit wäre zumindest so zwar der irgendwie Favorit, aber eben doch diese kleinere Mannschaft, die sie ja sind, eben ich glaube auch noch gar nicht groß mit Titel, im Grunde im Finale und das würde mich einfach mega freuen. Und ja, im Grunde, wenn jetzt schon Wochenende ist und die Bücherwoche läuft, steht ja das Finale schon vor der Tür. Es war eine sehr überraschende WM, wie ich fand. Ich denke mal, so ein Fazit kann man vielleicht in der nächsten Woche zusammenfassen. Es sind natürlich viele Favoriten rausgeflogen. Es war unglaublich, wer so wie weitergekommen ist. Und ja, es gab so einige Überraschungen eben auch einfach. Und ich fand das eine WM, die dadurch eben auch einfach spannend und interessant war, dass eben nicht so die gesetzten 8 einfach durchlaufen, sondern eben durchaus auch Deutschland nicht die Vorrunde schafft, Brasilien rausfliegt im Viertelfinale, Spanien im Grunde auch nicht darüber hinauskommt. Das sind ja so die Favoriten. Klar hat man jetzt England und Frankreich noch dabei, aber ich glaube, Kroatien hatte auch keiner auf den Schirm und Belgien wohl auch nicht. Ein bisschen schade finde ich es natürlich immer um den Gastgeber, dass Russland im Grunde nicht weiter dabei ist, aber ja, na, das kann man natürlich immer nicht so recht beeinflussen. Und ja, das soweit zur WM. Ich gucke mal, was ich auf meinem Zettel noch habe. Ja, Sommer, Berlin, habt ihr auch schon das Video gesehen, ich habe den Vlog schon hochgeladen. Ich denke auch mal, dass ich zu Münster ein bisschen was filmen werde und ja, guckt euch da einfach das Ankündigungsvideo von Ingo an oder auch gern natürlich mein Video vom Donnerstag an. Ja, wenn ihr da noch ein paar Infos braucht, guckt einfach mal da überall vorbei. Und dann habe ich, glaube ich, in der Woche gar nichts weiter zu erzählen gehabt. Das war ja lesetechnisch theoretisch wirklich nur drei Bücher, weil natürlich der Harry mit über 1000 Seiten schon ganz schön eingeschlagen hat, beziehungsweise auch mit einigen Stunden Hörzeit, ja, die mich natürlich der anderen Lesezeit dann so ein bisschen beraubt hat. Aber ich habe das absolut genossen und ich dachte ja tatsächlich, ich brauche 2 Wochen dafür. Relativ schnell, gerade auch so nach Berlin, wo echtes Lesen gefühlt nicht so richtig gegangen ist, weil da die Konzentration immer wieder so abgeschweift ist, habe ich gemerkt, Hören funktioniert. So ähnlich war es ja nach Leipzig auch. Und es ist irgendwie faszinierend, wie das so funktioniert. Gerade so Hören, Lesen, was das so mit einem unterschiedlich macht. Ich glaube, das wäre vielleicht auch mal ein ganz interessantes Video. Also wenn ihr da irgendwie Gedanken habt zu Hörbüchern und Lesen und könnt ihr das gerne mal in die Kommentare da lassen. Mir schwebt da so ein bisschen ein Vlog vor und ja, vielleicht habt ihr da auch ein paar Themen. Man könnte da natürlich auch mal einen Livestream dazu machen, irgendwie ein Hangout zu einem Diskussionsthema. Könnt ihr mir auch gerne mal schreiben in den Kommentaren, was ihr dazu so denkt und haltet. Und ja, was ihr natürlich so die Woche gelesen habt, könnt ihr mir natürlich auch gerne erzählen. Und bevor es jetzt noch ein bisschen dunkler wird, weil ich merke schon wieder,
dass es ein bisschen später am Abend wird und die Sonne dahin schwindet, denke ich, war es auch einfach für die Bücherwoche heute schon soweit. Und ja, nächste Woche ist Münster. Wer Lust und Zeit hat, kommt vorbei. Ansonsten danke ich euch natürlich wie immer fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und ich freue mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.